Dieses Video bietet eine Einführung zum Thema Zehnerpotenzen. Du lernst, wie große Zahlen in Form von Zehnerpotenzen dargestellt werden und was eine sogenannte Gleitkomma-Darstellung ist. Zehnerpotenzen sind Potenzen, deren Basis 10 ist. Das Berechnen von Zehnerpotenzen ist ziemlich einfach. Die Hochzahl gibt an, wie viele Nullen das Ergebnis hat. Mit Zehnerpotenzen lassen sich große Zahlen relativ kurz anschreiben. Hier siehst du einige Beispiele. Eine Gleitkomma-Darstellung ist eine Multiplikation, mit der große Zahlen relativ kurz angegeben werden. Sie besteht aus einer Zahl zwischen 1 und 10, die mit einer Zehnerpotenz multipliziert wird. Das obere Beispiel ist eine Gleitkomma-Darstellung ohne Komma. Die Berechnung ist hier sehr einfach. Beim unteren Beispiel wird eine Null weniger angehängt, weil es eine Kommastelle gibt. Beim oberen Beispiel siehst du, wie sehr große Zahlen kurz in Gleitkomma-Darstellung geschrieben werden können. Beim unteren Beispiel wird eine Zahl in normaler Schreibweise in die Gleitkomma-Darstellung umgewandelt. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.